Der tote Cthulhu in seinem Haus in Rillier schläft er, wartend träumend auf den Tag seines Erwachens. Denn es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Und damit willkommen, dufte Typen, zu einer weiteren Folge. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Super geil. So, wir tun uns jetzt hier erstmal verbinden. In der letzten Folge, ist ein bisschen länger her, auch für mich, die letzte Folge. Da haben wir, wir sind auf der Flucht gewesen, genau. Die ganzen komischen Bewohner hier haben was gegen uns. Wir haben herausgefunden, dass das so eine Art Tiefenwesen sind. Ich habe auch ein bisschen vorgelesen, was so Tiefenwesen sind. Das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich ein bisschen gespoilert. Shame. Was dieses Spiel angeht, jetzt nicht irgendwie, ich habe mir keine Lösung oder so angeguckt, aber ich habe ein bisschen in meinem Pen and Paper Buch weitergelesen über ein paar andere Sachen, die hier aufgetaucht sind. Vielleicht lese ich das nachher nochmal so ein Stück daraus vor. Denn wisst ihr so viel wie ich. Und zwar über die Visionen, die ihr vielleicht am Anfang jetzt gesehen habt. Über diese Vision geht das. Da wird nämlich die Stadt Pnakotom oder so, irgendwie sowas, erwähnt. Und die ist eine krasse Stadt von krassen Viechern. Und über die Viecher habe ich ein bisschen was gelesen. So, wir kommen hier nicht raus, oder wie? Hier ist halt so dunkel, ich sehe hier die Fenster und die Lampendecken kann ich sehen, aber sehe halt manchmal echt nicht, wo es hingeht. Für euch im Video ist das mega hell genug. Ich habe das jetzt schon im Schnitt ein bisschen gesehen. Für euch ist es viel, viel heller als wie für mich hier. Das ist unfair. Das ist unfair. Schleichmodus. Ja, sollten wir machen. Schleichen uns hier mal ein bisschen ums Eck. Tote Cthulhu. Ja, ich bin am überlegen, ob wir den Cthulhu selber Tatsache noch in dem Spiel irgendwie treffen können oder irgendwas mit dem noch abgeht, weil in der Theorie haben diese Tiefenwesen ja ein bisschen was mit denen zu tun. Ja, und die beten den ja an. So, ob der jetzt wirklich erwachen wird, das sehen wir noch. Aber es gibt noch so diese anderen Viecher, über die ich gelesen habe und ich habe nicht so viel nachgeschlagen, sondern nur ein bisschen was ein bisschen in meinem Pen and Paper Buch drin steht. Oh nein, das ist. Lauf, lauf, lauf! Ich glaube, hier hoch müssen wir, ne? Das sieht schon so. Ja, das sieht schon so an aus. Moment, das ist zu. Dann müssen wir hier lang. Tschüss! Raus da, raus da! Mann, hier nicht wenig schon mal auf dem Dach hier. Scheiße, wegen Trinken werden wir getroffen. Von hier drin? Shit, shit. Müssen wir denn hin? Müssen wir da rein? Ich glaube ja, ne? Das sieht schon so aus, als wenn wir da rein müssen. Puh. Hey, diese Hillbillys, ey. Oh, wir können speichern. Hier speichern. Das ist, finde ich, sehr, sehr nett. Das nehme ich gerne an. Wir können keine neuen Speicher machen? Dann speichern wir auf den letzten. Auf den ältesten Speicher, so. It's locked them off the roof. It's gotta be somewhere in it. Spread out. Search the floor. He's hiding somewhere. Oh, noch ein Versteckspiel. Das hat ja jetzt schon so gut funktioniert. Ich weiß nicht. Vielleicht rennen wir einfach durch. Gucken, wo wir hin müssen. Ich glaube, das wurde uns gerade gezeigt, aber jetzt müssen wir nur rausfinden, wo das ist. Können wir nicht hier einfach weitergehen? Schleichen ist so. So, wie gehen wir denn? Wo müssen wir denn hin? Einfach da durch die Vordertür raus, glaube ich nicht. War doch irgend so eine Luke, wurde uns doch angezeigt, oder? Also wir haben auf jeden Fall drei
vier, fünf Typen schon mal hier. Der eine patrouilliert, die anderen stehen hier rum. Ja. Okay. Wir haben gespeichert. Ich meine, zur Not. Try and Error haben wir wieder richtig Spaß am Spiel. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, aber da ist der Sound so richtig schlecht gewesen. In den ersten Aufnahmesession, die ich hatte. Da habe ich halt keinen guten Soundcheck gemacht. Tut mir leid. Aber es ist jetzt besser, hoffe ich. Hatte ich erwähnt, wie geil doch so Trial and Error Passagen, gerade wenn man sich so durch so Gebiete schleichen muss, in denen man sich nicht wehren kann und nichts wirklich machen kann, außer laufen. Und vor allem, wenn man so verfolgt wird, ne, wie die Spannung des ist für ein Arsch. Ich meine, beim ersten Mal hat man so richtig Bock. Da hat man das Feeling, die Spannung, die ist da, sie baut sich auf. Und dann kommt man an zwei, drei Passagen nicht weiter, dann ist es nur noch Frust und nervig. Und dann hat man überhaupt kein Feeling mehr für so Spiele. Ist auch bei vielen Gruselspielen oft der Fall. Dadurch sind die, finde ich, werden sie halt stellenweise sehr schlecht. Also vor allem diese Stellen sind dann sehr schlecht, weil einfach kein Feeling aufkommt. So. Frage ist, diese Tür, wo müssen wir denn jetzt hin? Deswegen mag ich so. He's here! Ach nee. Schleichpassagen nicht. Kommt der jetzt? Oder? Kommt jetzt gerade einer entgegen hier lang? Come here, outsider! Nee. Ah, da kommen sie ja schon. Geht's hier raus? Entschuldigung, geht's hier raus? It won't budge. Das ist schlecht. Wir kriegen auch mal Kopfschmerzen, ne? Aua. Aber egal, jetzt nutzen wir einfach mal. Das weglaufen. Tut mir leid, wir müssen leider an der Schrotflinte oben. Ratten. Kann man den nicht nehmen, so für so einen Snack? Schöne Ratte am Spieß. Ba, 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 ba. Ich guck mal eben, wir haben ja gleich gerade noch so einen etwas ruhigen Moment. Wie war denn das mit Inventar? Genau. Wir haben auch voll viel Munition, wir haben ja keine einzige Waffe, ne? Maschinenpistole, irgendwie so Gewehr, alles. Wir haben keine einzige Waffe gefunden. Uns einfach nicht wehren. Vielleicht gab es doch schon Waffen und ich habe die einfach nur nicht gesehen und mitgenommen. Das kann natürlich auch sein. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich wollte euch nämlich zeigen, was ich meinte. Wir haben nämlich ziemlich am Anfang schon so ein, da, Pnakotika. Genau, Pnakota oder so. Das ist nämlich die Stadt, die wir auch in den Visionen von diesen Viechern gesehen haben. Das ist das Pnakotika. Das Manugriff sieht mittelalterlich aus, soll aber angeblich altgriechische Übersetzung, genau, bla bla. Aus der Zeit, bevor die ersten Menschen stammen. Die Seiten haben Flecken und verblasst, aber oder einige Stellen, genau, ist nicht gut leserlich. Berichten über die Geschichte einer unvorstellbar weit, weit zurückliegenden Vergangenheit. Sie sprechen von Rassen, die so fremdartig sind, dass sie jenseits der menschlichen Vorstellungskraft sind und von Kriegen, die über unglaubliche Zeiträume und Entfernungen hinweg ausgefochten werden. Das sind nämlich die Viecher, die wir auch in den Visionen haben. Die wir auch ganz am Anfang, wo wir da den Knopf gedrückt haben. Die haben was mit uns gemacht. Es ist von Konzepten die Rede, die dermaßen fremdartig sind, dass sie völlig verrückt erscheinen. Zeitreisen, fliegende Polypen, mentale Projektion, die große Rasse von Yeet. Und da steckt nämlich der Name drin. Und über die Typen habe ich ein bisschen was gelesen. Schon vom Lesen wird einem schwindelig. Da habe ich nämlich ein bisschen drüber nachgelesen, was die so machen. Woher die so kommen. Diese große Rasse von Yeet sind diese Tentakelviecher, glaube ich zumindest, die wir am Anfang gesehen haben und in den Visionen. Denn ihre Hauptstadt ist dieses Pnakota, was wir auch in den Visionen gesehen haben. Da hieß es die große Stadt Pnakota. Da redet doch einer. Ist hier jemand? Curses! We lost it! Maybe the guy out somewhere! Get the front doors open! Search the alleys and streets!
Shit. This order really wants me dead. I better watch my step. Okay, die machen aber jetzt die Fronttür auf. Das heißt, wir können da raus wahrscheinlich. All the drawers are locked. Ah, hier, über die Stelle habe ich gelesen, dass es dieser Schrank sein kann, dass es jetzt gleich abkackt. Oder die Kiste war das. Irgendwas von den beiden soll buggy sein. Dass das Spiel dann kaputt geht. Aber wir können speichern. Das ist gut. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, diese die große Rasse von Yeet. Da werde ich euch noch ein bisschen was zu erzählen. Wenn wir Zeit dafür finden. Fand ich mega interessant. Weil es hat mich von letztes Mal ein bisschen weggebracht. Da war nämlich meine Überlegung auch der Plot-Twist. Wir haben diese Vision, das haben wir gemacht, da wo wir auch diesen gesehen haben, wo so ein Typ auseinandergemetzelt wurde. Und dass wir vielleicht, ich dachte erst, dass wir ein Fischmensch sind, ne? Dass wir so eine Mutation durchmachen, so wie die anderen hier. Dass wir auch einer von den Tiefenwesen sind. Aber bei uns, die, weiß ich nicht, vielleicht ist nicht ganz so mutiert, wie es sollte. Warum auch immer. Aber davon bin ich abgegangen, wegen diesen Visionen und diesen Yeet-Typen. Ich glaube, da kommen die gleich raus, ne? Ne, wir sind jetzt drin. Sind die rausgegangen? Die sind jetzt rausgegangen. Ne, da ist noch einer. Scheiße. Aber die haben gesagt, die haben die Tür aufgemacht. Da können wir doch jetzt raus. Nee. Richtig mächtige Viecher. Gibt schon seit Urzeiten. Gibt so gesehen auch schon, ich glaube, länger als den großen Cthulhu. Ja, die sind sogar älter als der, so wie ich das richtig verstanden habe. Die gibt es nämlich schon viel länger. Und das Interessanteste, was auch meine Theorie ist, in diesem Spiel jetzt, dass wir nämlich einer von denen sind. Wir haben nämlich ja auch schon letztes Mal diese Vision bekommen. So, wo wir die gesehen haben, die gesagt haben, so, unser Typ so, ah, ich verstehe nicht, was die von mir wollen, Pnakota, alles gut, du bist jetzt in Sicherheit. Und der sagt so, ah, ich verstehe das nicht. Und die dann sagen so, ja, du wirst das verstehen mit der Zeit. Und Zeit ist da ein sehr wichtiges Wort, weil diese Yeet-Rasse sind, sagen wir mal, Zeitreisende auch. Wir können die Tür, glaube ich, hoffentlich als Deckung nehmen. Der läuft jetzt, glaube ich, da nach links. Können wir da gleich nach rechts abbiegen. Und da nicht die Patrouille kommt. Hallo? Der ist doch im Eck. Da sind noch zwei, da sollten wir nicht lang gehen. Hier im Deck ist ja auch noch einer. Ist die Frage, sollen wir da lang gehen? Ja, ich würde gehen erstmal da lang. Nehmen wir erstmal den Gang, den uns das Spiel am ehesten zeigt. Beziehungsweise kriechen. Wollen die da Darts? Okay, spielen wir Darts. Das riecht nicht, Alter. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das ist, was uns beobachtet. Da bin ich gespannt drauf. Das könnte nämlich auch alles Mögliche sein. Ah, Theorien über Theorien. Können wir hier rüberspringen, bestimmt. Die Frage ist, kommen wir hier wieder raus? Oder müssen wir vielleicht sogar hier rein? Nein. Diese Frage ist, kommt der Typ nochmal wieder? I see you! Fuck! Verpiss dich! Verpiss! Jetzt bleib mir auch mal an den Kanten da hängen. Ist er noch hier? Wer ist er?
search the area. Jetzt bleibt er doch an dieser Scheißecke da. Wir müssen doch da bestimmt lang. Ja, geh mal hier nach links weiter. Boy. Ja, genau, verpiss dich. Ey, dafür haben wir Fallschaden gekriegt. Geh mal hier lang. Das sieht so nach Sackgasse aus, irgendwie. Oder? Kann man hier weitergehen? Ist doch so ein bisschen komisch, aber es ist ja fast nichts mehr. Schlimm. Schlimm, schlimm. Ich habe den springenden Punkt immer noch nicht erzählt, fällt mir gerade ein. Der springende Punkt ist diese große Rasse von Need. Christ, they're everywhere. I need to keep my head down. Ja, das sehe ich auch, dass sie überall sind. Die nutzen menschliche Körper als Körper. Das sind quasi so ich will nicht sagen spirituelle Wesen, aber so mentale Wesen. Scheiße. Gucken wir wieder da lang, noch da lang. Können wir uns dahinter wenigstens verstecken? Ha. Ich glaube, das ist auch so gewollt, dass wir uns hier hinten den Dingern verstecken. Und die haben sich quasi nur so in die Menschen als Körper, als Gefäß, haben die genutzt. Und quasi wie so eine Hülle. Und ich glaube, dass das nämlich genau auch mit uns passiert, mit unserem Charakter. Dass unser Charakter quasi von denen übernommen wird. Und zum Beispiel in den 5 Jahren, wo man nicht wusste, was er gemacht hat. He's here! Oh nö. Ach, dieser Hans da oben, ey. Wo er nicht wusste, da war er übernommen. Und die Kontrolle haben sie wieder losgelassen? Warum auch immer? Das bleibt interessant herauszufinden, warum sie die Kontrolle losgelassen haben. Und er jetzt wieder bei Sinnen ist. Das ist meine aktuelle Theorie. Klingt gut, oder? So. Das bleibt doch nicht immer hängen, ey. So, ist der Typ da noch da? Wenn, dann rennen wir ihn gleich in die Arme. Dann haben wir Pech gehabt. Ja. Don't open. Ja, lass mich einfach mal durch hier. Komm her! What is it? Wow. Explodiert. William! For God's sake! Your friend is dead. Jesus Christ, no! You're a fool, Willie! Look, fella, I know you're upset, but I really need... Ah, you're the outsider they're hunting. You don't have a hope, stranger. The Order's mob will be everywhere. Down the sewers is the only place that them folks balk at venturing. And for good cause... I can cope with foul air. It'll be a change from the stink of dead... stink of dead meat. You're not getting my meaning, stranger. There's rumor of real horrors in the black dankness, but... Maybe the folk with the taint are devils. But at least they're devils of this earth. You ever hear... Just tell me where I can get into the sewer. All right. You've been warned. Just the other side of this here building is a road leading down to the filtration plant. Good luck, stranger. Auf eine Sickergrube. Ja, ist halt ein bisschen nervig, dass der Sound manchmal so abgeschnitten ist. Ist aber auch irgendwie so ein Bug, habe ich nachgelesen. Ist irgendwie ein Bug, aber sobald man speichert, soll das weggehen. Aber es taucht dann immer wieder auf. Shaggots. Von Shaggots habe ich tatsächlich auch schon gehört. Das sind auch so eine Viecher. Aber die sind nicht so powerful wie die Yeet-Rasse. Naja, so die typischen Videospielmonster. Also ich glaube, das werden so Viecher sein, auf die wir ballern dürfen. So, da kommen wir auch nicht hoch. Die Maus ist aber auch. War die schon immer so? Jetzt ist das wieder zurückgestellt. Wand ist. Nee, ich glaube, das ist schon auf Maximum. Ach du Kacke.
Okay, Kobelmeister. Kobel. Ja, da kommen wir nicht rauf. Mit dem Seil wahrscheinlich auch nicht. Hat der eine Knarre oder so dabei? Das wäre cool. Schagots, das nächste Vieh, was ich nachschlagen könnte. Aber ich weiß nicht. Ich würde sogar vielleicht jetzt... Ich bin gereizt, darüber nachzulesen, aber irgendwie halt auch nicht, ne? Weil das Spiel uns vielleicht auch darüber noch ein bisschen was verraten wird. Das, It's just a trash can. Nothing of interest. Hier, guck doch mal, wie ist das rein? Vielleicht ist da was drin. Also wir sollen in die Kanalisation. Da trauen die sich nicht rein. Da trauen sich die tiefen Wesentypen hier nicht rein. So, mal gucken. Kann man das looten? Das sieht so lootbar aus hier vorne. Achso. Der rollt jetzt, ne? I won't be able to force my way through these doors. Oh nein, nein, sie kommen! He's over there! Take him down! Hier vielleicht rauf? Wir hätten, glaube ich, durch die Durchgang, wenn wir im Laster sind oder so. Vielleicht reinspringen müssen, ne? Ist halt so nervig, wenn man nicht zurückballern kann. Aber zumindest kriegen wir, muss ich sagen, regelmäßig Speicherpunkte, das finde ich. Also besser wie am Anfang. Am Anfang war es echt ein bisschen rar gesät. So. Ich glaube, wir müssen mit dem Truck mitfahren. Weil hier hinten kommen wir ja nicht weiter. Oh, hier gibt es ja nichts. Dann glaube ich hier den lösen. Dann rein. Rein da. Was rein da? Jetzt rinnet dir, Alter. Ach komm. Brechte Kinder. Ja, geht wahrscheinlich nicht. Wenn wir noch mal vom Laster fahren. So, aber der lenkt doch jetzt gut ab. Ja, lass mich in Ruhe. Ich will nur gucken. I won't be able to force my way through these doors. So hier durch. Who goes there? Entschuldigung. Stop him! Steil abwärts. Ich glaube, wir haben nicht gar nicht so viel HP. Wir müssen vielleicht einmal heilen. Aber dass wir da auch noch durch müssen, durch die durchlaufen, das ist doch so richtig Folter. Aber ich glaube, das ist nur so eine Folter, weil ich tatsächlich selber noch keine Knarre gefunden habe. Vor unser Typ ist doch eigentlich ein Polizist. There's no point going back that way. Oder Detective zumindest. Aber Detective ist doch auch ein Polizist. Ist doch ein Rang bei denen. Oder ist es so Privatdetektiv? Dann vielleicht nicht. Ja, wir müssen schon da runter. Das ist schon irgendwie klar. So, während das Ding da rollt, heilen wir uns mal voll. Oder haben wir vielleicht schon eine Knarre eingesammelt und ich weiß noch nichts davon? Wir haben dieses komische Buch, Munition, in verschiedenster Art und Weise.
45er ACP, 45 LR, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber sieht wie Revolver-Muni aus. Shotgun-Muni. 30-06 Gewehr-Muni. Das ist hier, für, was die M1 Garand zum Beispiel benutzt. Das amerikanische Ding. Und eine 50er Maschinenpistolentrommel mit 45er ACP-Kugeln drin. Wüsste ich gar nicht, welche Waffe das nehmen muss. Welche Maschinenpistole hat 45er Kaliber und eine Trommelmagazin? Eine Thompson. Oh. Vielleicht kriegen wir in dem Spiel noch eine Thompson. Maschine. Das wäre cool. Was man alles rausfinden kann, wenn man so ein bisschen viele Schießspiele gespielt hat. Lass mich da einfach durch, okay? Seid einfach lieb zu mir. Ich glaube, so wirklich durchschleichen hätte ich hier sowieso nicht gekonnt. Er klettert da runter. Hauptsache, er springt hier nicht runter. Ja, die Optik ist aber auch richtig am Arsch hier gerade. Ja, nix. Kill him! Wir holen schon mal Gendeckung, dann können wir uns heilen. Oh. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Du Scheiße. Aber vielleicht ist im Laster noch was drin. Knopf, mach irgendwas, tu was. Dann geht das hier rein. A sturdy looking metal bar. Können wir die damit wenigstens hauen, die Leute? Das fände ich cool. Brust aussehende Metallstange. Hau damit zu. Don't let him escape! Don't let him escape. Okay, ist nichts da. Das ist auch nichts. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr raus. Mit der Stange vielleicht. Ach, guck, hier ist ein Loch. Ein Gulli ist es doch. Alter, den ist mein Netz. Alles Wasser ablassen können wir hier auch nicht. Ach, hier, da können wir das Ding blockieren, ne? The fan's old and rusted. The sewers mustn't have been maintained for some time. This old drainage pipe must lead down into the main sewers. Take him down! If only I could find some way to stop this fan, I'd be able to get out of this jam. Probier mal das Ding. Nee, das geht hier nicht. If only I could find some way to stop this fan, I'd be able to get out of this jam. Ja, hier ist doch das Rohr, Mann. Ja, wie soll ich denn sonst jammen? Show them! Warum musste das so dunkel sein? Also ne, das Spiel sagt, man soll das ja so dunkel spielen. So, das ist okay. Aber das ist schon grausig. Ich kann den Wahnsinn in meinem Kopf spüren. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Kill him! Ich werfe mir nur das Rohr. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir das blockieren sollten. Botschaft, ich liebe dich, Baby. Baby. Kick him down! Das Ding. Ah, jetzt tut es doch! Was ist das für eine Kacke? Don't let him escape! Das reicht aber, glaube ich, nicht, ja. Bleibt das jetzt langsam? Ah, ne, ist halt nur so ein kurzer Moment, ne? Oh, jetzt nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe legit nichts.
auch so gucken, aber weiß ich nicht, in die richtige Richtung auf. Ah, jetzt da kommt Licht. Angriff der Fischwiesen. Eieieiei. Okay. Oh, hier die Schogetten kommen jetzt. Ja, dein Typ hat uns gewarnt. Hier, die Schogetten wohnen hier in der Kanalisation. Wer weint denn da? Hallo? Hallo? No, wait! Ah, ist das diese Tochter gewesen? Die Tochter von dem einen, die aufgefressen wurde. Also angeknabbert, ganz weggefressen wurde sie ja nicht. Ich würde trotzdem gerne speichern, ob sie so gucken, ob ich hier vielleicht so ein Ding übersehen. Das würde sie mich ganz, ganz gut anbieten. Ja. She was just a child. Just a child. What the hell is all this stuff? Stuff, Alter. I'm being followed. Gosh! Ah, there's something down here. Ja, aber irgendwas hat mich hier, Alter. Was geht ab? Aua. Bleib tot, Alter. Ganz böse. Kacke, Alter. Hallo? Wohnen Sie hier? His body is covered in this slime. Ja, dem hat man voll ins Gesicht gejizzt, Alter. Das ist einfach nur. Das kann das. Ja, es sieht böse aus, aber das ist halt irgendwo. Kann ich mich nicht beherrschen, Alter. Das ist sauer, Alter. Werden wir rausgejagt, weil wir Schaden kriegen oder was? Aber jetzt haben wir gespeichert, jetzt können wir ja gucken gehen. Irgendwas ist hier, was uns bumst. Aber. Du warst schon. Let's down. Okay. Lame. Okay, Spiel, wir haben es verstanden, wir sollen da nicht lang gehen. Gehen wir doch da. Gehen wir unseren Schlauch weiter. Ich dachte, vielleicht haben wir zumindest ein bisschen eine Auswahlmöglichkeit, ab und zu mal woanders lang zu gehen. Okay. Wieder Schalterrätsel oder was? Das. An old metal cabinet. Leer. Doch weiter. Aber was machen die Dinger? Jetzt haben wir aufgedreht, ne? Jetzt kommt Wasser durch. Das keimige Wasser, da sind wir an der Röhre schon. Ne? Das sollten wir ablassen. Hier. Ja.
hier rechts. Dann müssen wir abdrehen. Ist überhaupt nicht okay. Dreh mal beide zu. Ey, warum dreht sich das wieder auf? Bleib zu. Hoch, Alter. Warum kann man denn hier die Leiter einfach nehmen? Geht, aber... Okay. Es klingt jetzt auch anders, ne? Das Ding ist wieder zu. Das ist so ein Ding, wo man nicht mehr zurückkommt. Ist auch egal. Wollen wir hier schon gucken? It won't open. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. It's coated in slime. I'm not touching it. Was? Ach so, weil da überall Schleim drin ist, will er jetzt da nicht rein. Haben sie aber doch Wasser anlassen? Dann machen wir Wasser auf. Denn der Schleim ist auch trotzdem denn da. Das war der falsche. Ja. Jetzt mal nach oben, weil das ist auch so Ults. Ults Games, so weißt du, da muss man nach oben gucken, wenn man eine Leiter hochholt. Sieht schon wieder zu. The water looks reasonably clean. I just need to drain it away. Ja, aber wenn ich das jetzt ablasse, ist doch, meckert er doch schon wieder wegen dem Schleim, oder nicht? Wie kann man es auch nie recht machen, ey. Leute, geh ich nicht rein. Ah, Insekten. Insekten. Käferchen. Was zum Lesen bekommen für die Schoketten. Weil an so, ne, an so an sich ist das Spiel geil. Aber ich glaube, man muss. Ruhe da. Hey, bleib mal ganz ruhig, mach deine Pyramide zu Ende. Wenn man, ich glaube, wenn man selber so nicht. Oh ja, ist stark hier, ich hab's doch verstanden. Wenn man kein Vorwissen hat von den Cthulhu-Sachen, so denn. Ist man, glaube ich, da auch nicht so übertrieben von angetan. Ich glaube, man muss so ein bisschen wissen, damit das Spiel richtig bockt. Ach, das ist wieder das Kind. Hallo? Das ist doch die Tochter, oder nicht? Jetzt ist er weg. Die Optik ist, geht aber richtig ab. Ich muss sagen, das ist aber irgendwie cool gemacht, so, ne? Optik zittert, kriegen so Flashbacks. Steuerung wird manchmal auch ein bisschen schwammig, auch wenn sie generell schwammig ist.
Man merkt, wie man so langsam wahnsinnig wird, der Charakter. Hier ist so dunkel, dass wir hier nicht weitergehen können, oder? Doch. Ach, da geht's weiter. Vielleicht doch nicht. Natürlich nicht. Okay. Müde, speichern. Wir dürfen außerordentlich viel speichern gerade. Ach, vielleicht wegen den Viechern? Mr. Krabs da unten? Schleicht schon. Ich glaube, wir haben uns schon wieder hart verletzt. Also schon so langsam. Merkt schon, das wird uns später richtig zum Verhängnis werden, dass wir halt einfach überall durchrennen. Aber ich glaube, wir hätten es dann anders machen können, ne? Ja, ein bisschen schleichen, aber. Die Viecher sehen doch schon aus, als wären die uns gleich. Ah, die kommen schon. Mr. Krabs. Grabs. Wo soll der hin? Dahin? Wow. Ah, mein Auge. Es drückt. Fliegt er raus. So, hier gehört mir der. Da lang. Hier kommen wir nicht raus. Da ist ein Gitter vor. Wieder nur der erste Ausgang, den wir überhaupt nutzen können. Ja, ich weiß, ich beschwere mich gerade ziemlich häufig, dass das ein Schlauch ist, ne? Es ist ein Schlauch. Aber er ist gut inszeniert, muss man ja sagen. Ein gut inszenierter Schlauch ist besser als eine schlechte Open World. Das ist es einfach. Nee, jetzt sind hier noch mehr. Boah. Nö, ich geh mal wieder runter. Gar keinen Bock auf die, Alter. Aber jetzt ist permanent hier diese Optik, Alter, weil uns so ein Krebs gehauen hat, glaube ich. Aber ich glaube, wir müssen da lang, oder? Könnten wir noch mal bei den Krebsen gucken, aber ich glaube. The grate doesn't seem to be fastened securely. The grating is loose. It hasn't been tightly fixed in place. Aha, können wir das doch aufmachen. The grate doesn't seem to be fastened securely. Ja, dann macht das Ding doch auf, wenn es locker ist, Alter. The grating is loose. It hasn't been tightly fixed in place. Uff. The grate doesn't seem to be fastened securely. Oder können wir das nur von oben aufmachen? So wie so ein Wahnsinniger durchrennen, das Ding aufmachen und uns dann hier Versteckspiel machen? The grating is loose. It hasn't been tightly fixed in place. That was too loud to be any kind of animal. Wir werden jetzt gleich sterben. Ich gehe jetzt einfach mal kurz. Are you down there, outsider? Nein, nein, das ist, bin ich nicht. Das ist so ein komisches Mädchen. Ich bin nicht unten. Ich komme jetzt auch nicht raus. That was too loud to be any kind of animal. He's here! Don't let him get away! Lass mich hier durch, Leute, lass mich durch. Take him down! Ich wollte nur gucken, wo es da lang geht, Mann. Alter, wir müssen uns erstmal heilen. Freudige Erwartung auf den Tod, Alter. Die Krebse hier. Anders gucken wir hier auch nicht lang. Knabbern da die Leichen ab.
Können wir dem jetzt nicht einfach einen Kick geben, dass er da reinfliegt und verbrennt? Und kleben wir seinen Revolver. Outsider! Entschuldigung. Take him down! Get him! I'm in no hurry to get back into the sewers. I prefer to take my chances in the streets. What? I'm in no hurry to get back into the sewers. Okay. Jetzt über diesen brennenden Haus drin, oder? Where is he? Ah, da, die Kiste müssen wir hoch. What was that? Ja, natürlich, natürlich. Did you hear it? He's here! He's over there! Get him! Get him! Wir waren doch gerade eine Kurbel. Doch gerade eine Kurbel gesehen. Ah, da. Kurbel los. Warum kuppelt er nicht? Irgendwo hier schon wieder. Irgendwie fest, Zeitlupen-Style. He's disappeared! Spread out! Search the area! Spread out! Search the area! Spread out! Die Besen, den können wir doch mit denen können wir draufhauen. Auch endlich meine was zur Waffe. Alter. Ich überlege gerade, was eigentlich unser Hauptziel ist. Unser Typ will eigentlich verduften, ne? Der eigentlich will einen Fisch machen. Was bringt mir eine Kugel? Alter, gib mir doch mal eine Schusswaffe, Alter. Komm schon spielen. Noch mehr Kugeln. So, als hätten wir schon eine Waffe. Ich glaube, wir hätten schon eine Waffe finden können. A decorative vase. Nothing of interest. Ach, die alte. Die gibt's auch noch. Jack, you're alive. Thank God. Just barely. The Order has got half this blasted town on my heels. I warned you, Jack. I told you the Order wouldn't stand for... Save it, sweetheart. You found anything more on Brian? He never made it out of town. The Order has him holed up in the old jailhouse until he's needed. Needed? Needed for what? Sacrifice, Jack. To Dagon. They'll take him out to Devil's Reef, and he'll never be seen again. Dagon? Sacrifice? This is crazy talk. Innsmouth's old fishing tales have muddled your mind. But I don't want another death on my conscience. Where's this jailhouse? It's out the back of the Merchant's Bank, just past the old water tower. We better keep off the streets. The tainted are roaming everywhere. There's a secret crypt under the church that leads out to someplace safe. We can use that. My father built it when he was minister. Okay. Get your father and let's go. I can't. I mean, he wouldn't pledge himself to Dagon. He called it blasphemy. The Order found him and... Jeez. I'm sorry, Rebecca. Did your father ever show you how to get into this crypt? No, but he gave me this. I think it'll help. Interesting. I see him. Found us. We have to leave now. The church is this way. Come follow out! Me. Was hat sie mir denn jetzt gegeben? Die Postkarte? Eine alte Postkarte mit vier handgemachten Löchern. Auf der Rückseite befinden sich seltsame handgeschriebene Anweisungen. Ich würde die Anweisung vielleicht ganz gerne. Warst du vielleicht irgendwo in deinem Büro, Schätzchen?
They're surrounded. There's no follow me. Komm her schon. Bei oben war ich noch gar nicht, wa? God help us. We'll have to make a run for it. Follow me. That's not, it's the minister's journey. Yeah, it's this way. Dass man sowas in so eine Hecke aufsammeln muss, ist doch voll kacke. Du hast ja doch in Ruhe. Erkunden. Ja. It won't open. Quick, Jack! Achso, ist sie rausgegangen. He's coming to me. What are you waiting for? We must get to the church. Nee, ich komm ja schon, ich komm ja schon, Mädel. Ruhig dich. Oh nein, jetzt haben sie ja. No! Don't let him get alive! Alive. Take him down! Rein da, rein da. Oh, ey, was? Was geht ab, ey? Speichern, Opa. Ist er nur in der Hektik, ey? Ich glaube, in diesen Hektik-Dingern hätte ich bestimmt noch mehr finden können. So, wir gucken uns das Buch an, was er da... Ach. Tagebuch wieder, ne? Das ist nicht das Buch, was wir gefunden haben, oder? Kirchenzuflucht. 8. Februar. Also einen Tag später. Wir haben jetzt die Nacht quasi nicht gepennt, sondern sind auf der Flucht gewesen. Nacht. Es gibt... Jetzt gibt es... Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Einheimischen wollen meinen Tod. Das ist eindeutig. Und sie können es sich nicht erlauben, mich entkommen zu lassen. Selbst im Schutz der Kirche fühle ich mich nicht sicher, obwohl Rebecca offenbar recht hatte. Sie versuchen nicht einzubrechen, wie sie es im Hotel taten. Ich werde sie vermissen. Weiß nicht, kannte der die? Für mich war das irgendeine random Frau aus der Gasse. Dennoch habe ich zumindest eine Spur bezüglich Brian Burnham. Rebecca war davon überzeugt, dass er am Leben ist und im Gefängnis der Stadt festgehalten wird. Aber wo ist denn das Gefängnis? Nach Rebeccas Beschreibung muss ich die Handelsbank finden. Und dann den Wasserturm, um dorthin zu gelangen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Diese Dinge haben mich ziemlich in die Falle hier. Irgendwann kommt jemand von ihnen vielleicht auf die Idee, das hier abzufackeln, oder sie verlieren die Angst vor diesem Ort und kommen hineingestürmt. Ich muss diesen Geheimweg nach draußen finden. Rebecca hat gesagt, dass die Postkarte ihres Alten dabei helfen könnte, aber ich weiß nicht wie. Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder durch diesen Abwasserkanal zurück muss. Irgendetwas ist dort unten. So viel ist sicher. Zuerst dachte ich, dass es nur ein Schauermärchen ist, aber ich konnte es spüren. Und dieser Schleim, er war wie eine Spur von irgendetwas. Etwas, das nicht natürlich ist. Wie hat dieser Hinterwäldler es genannt? Einen Schokoten? Schoketten? Schoko? Einen Schokoffen. Der Orden hat die Bevölkerung dieses Orts immer mehr im Griff. Und sie machen von nichts Halt. Der Mord an Rebecca ist der Beweis dafür. Und der alte Zadok sieht so aus, als hätte man ihn zu Tode geprügelt, weil er mit mir gesprochen hat. Er hätte den armen alten Säufer alleine lassen sollen. Ja. Straight. If you're willing to come out now, we'll not gut the gal's carcass. Schneidet das Mädchen nicht auf? Ach so, wie im Hotel, so. Boah. Ich erinnere mich. So, ich wollte. Buch? Hier die Postkarte könnten wir uns auch angucken. Auf der Rückseite der Postkarte befindet sich ein handgeschriebener religiöser Vers. Es muss eine verschlüsselte Nachricht sein. Sie lautet wie folgt. Ich läute die Glocken für deine Herrlichkeit, o Herr, von der niedrigsten bis zur höchsten. Durch das Sakrament der Taufe werde ich zu deinem Geheimnissen Einlass haben. Die Postkarte muss zudem einen weiteren Zweck erfüllen. Sie weist 4 von Hand hergestellte Löcher auf.
von dem jedes von mehreren Pfeilen umgeben ist. Diese scheinen eine Art Reihenfolge zu bedeuten. Ja, okay, wir müssen wahrscheinlich 4 Glocken in einer gewissen Reihenfolge läuten. Das von der kleinsten zur größten, oder was? Von der niedrigsten bis zur höchsten. Ja, ist klar, Meister. Tagebuch des Kirchenseelsorgers. Oh, der hat bestimmt einiges gehört. Einige Beichten. Ja, warte mal, konnte ich bei der Postkarte? Ja, ich konnte bei der Postkarte noch weiter gucken. Nee, okay, die Pfeile waren da nur so. Tagebuch des Kirchenseelsorgers. Das Böse nahm seinen Lauf im Jahre 1846. Dem gleichen Jahr, als Obed Marsh zum ersten Mal verhaftet wurde. Und dem gleichen Jahr, in dem er seinen blasphemischen Orden gründete. Es fällt schon schwer, da keinen Zusammenhang zu sehen. Als die Gemeinde hier nachließ, begann die Bevölkerung der Stadt die unnatürlichen Eigenschaften zu entwickeln, welche Ortsfremde den Innsmouth-Look nannten. Es fing in der Familie Marsh an und verbreitete sich dann quer in der Stadt. Da haben wir wieder den Innsmouth-Look. Das von den Fischmenschen, ne? Diesen tiefen Wesen. Fing mit denen an, ja. Mythenbänder, sonst haben wir, glaube ich, alles schon durch. Mir jetzt schon ein bisschen mehr aufgefallen. Ey, wir schweifen erstmal rein. Das auf jeden Fall. Alter, ich bin ja schon richtig lange dabei. Ich wollte eigentlich noch eine Lesesession machen über die Viecher da. Machen wir das nächste Mal. Machen wir am Anfang der nächsten Folge machen wir eine kleine Lesesession. Einmal zu den Schogoten und zu diesen Jüt-Dingern. Klingt gut, oder? Machen wir so. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Supergeil.